Wir kommen zum zweiten Rennen der IDM Superbike hier in Salzburg. Die Einführungsrunde läuft und das ist für uns natürlich nochmal die Zeit, auf die Startaufstellung zu schauen. Die ist natürlich unverändert im Vergleich zum ersten Rennen. Wir schauen trotzdem nochmal drauf. Also Reihe 1 Pole Position für Philipp Altendorfer vor Michi Ranseder, Giesbert van Genhoven, Andi Mecklau, dann Wenemann, Katlin Bauer und Giuseppetti in Reihe 2, Margaret Schnebel, Jones und Markus Reiterberger in Reihe 3. Damit kann's losgehen, also 14 Runden auch hier im zweiten Rennen zu fahren und am besten kommt Martin Bauer weg. Schauen Sie mal, wie der hier vorne angeprescht ist vor Michi Ranseder, dann hinten Damien Katlin, richtig weit zurückgefallen, wenn wir das richtig gesehen haben. Also dieser leuchtgelbe Helm und eine BMW, das müsste Damien Katlin gewesen sein, da weiter hinten. Altendorfer auf 2 hinter Giesbert van Genhoven, also der ist da eben richtig gut weggekommen und damit haben wir hier das Feld schon mal ein bisschen sortiert nach nunmehr 1,5 Runden. Insgesamt ja in diesem zweiten Superbike-Rennen 26 an den Start gegangen, am Ende werden 23 ins Ziel kommen und es war wirklich eine ganz, ganz kurze Angelegenheit. 14 Runden, das ist ja generell schon kürzer als bisher gewohnt in dieser Saison. Giesbert van Genhoven mit der Führung vor Altendorfer, Bauer, dann Giuseppetti. So weit vorne war er am gesamten Wochenende noch nicht. Und Kevin war vor Karl Margaritsch, vor der 1, vor dem Gesamtführenden der IDM Superbike hier vor diesem Wochenende. Und dahinter haben wir dann auch Sascha Hommel mit diesem leuchtgelben Helm auf der blauen Yamaha gesehen. Also insgesamt war es, wie gesagt, generell mit 14 Runden sowieso schon kürzer, aber es sollte insgesamt noch kürzer werden. Jetzt schauen wir allerdings erstmal wieder auf die nächste Runde, denn sehr viel Zeit blieb ja hier immer nicht. Van Genhoven, Altendorfer, Bauer und dahinter dann schon Michi Ranseder auf Rang 4. Und hier haben wir jetzt auch Damien Katlin gesehen, der also nach dieser nicht ganz so guten Startphase dann doch ein bisschen weiter nach vorne gekommen ist. Wie heißt die Hauptstadt von Österreich? Mal ganz nebenbei gefragt, Salzburg oder Wien. Wenn Sie es wissen, dann eine E-Mail an diese E-Mail-Adresse und dann können Sie einmal 2 Wochenendtickets für den IDM-Lauf in Schleiz zu gewinnen. Insgesamt gibt es also 10 Tickets zu gewinnen. Und Sie können, wie gesagt, 2 davon gewinnen, wenn Sie hier mitmachen. Vorne hat sich nichts geändert, die ersten 4 unverändert, dann Mecklau, Giuseppetti, Nebel und dann müsste das Teuchert gewesen sein, der da schon richtig weit vorne mit reingefahren ist. Kevin Waar hat jetzt ein paar Positionen verloren, Barry Wenemann am Ende dieser Gruppe gewesen und insgesamt also hier alles sehr, sehr diszipliniert bei dem ersten Superbike-Rennen. Da ist niemand ausgefallen, außer Andi Mecklau, der ist rausgefahren. Also da war es bei ihm dann irgendwann mal vorbei. Aber insgesamt sehr, sehr diszipliniert. Wie gesagt, es gab im Vorfeld große Diskussionen, ob hier denn überhaupt IDM Superbike antreten will oder nicht. Im letzten Jahr hieß es, wenn wir wieder in Salzburg sind, dann fahren wir allesamt nicht. Da gab es Unterschriftenaktionen. Letzten Endes hat man sich doch geeinigt. Man hat viel an der Strecke getan. Generell wurde hier am Salzburgring viel investiert hinter der Boxenanlage. Da wurde alles richtig schön ausgebaut, also es hat sich eine Menge getan und es war wirklich ein Erlebnis, wenn denn das Wetter besser gewesen wäre, denn das spielte auch hier eine Rolle. Es hat durchgängig hier leicht getröpfelt bei diesem zweiten Superbike-Lauf und das sollte am Ende ja auch noch entscheidend werden. Wir sind schon in der 7. von insgesamt 14 Runden, also so viel ist hier nicht mehr Zeit und jetzt erstmals in Führung Michi Ranseder vor Altendorfer, Van Genhoven, Bauer, dann haben wir Mecklau, Nebel, Giuseppetti und Jörg Teuchert. Das ist die Reihenfolge hier bei Rennhalbzeit. Roman Stamm mit einem Wackler, der führt diese nächste Gruppe an. Und hier haben wir Kevin Waar, der dann noch vor der BMW von Barry Wenemann war. Die 66, Zredanov. Und hier haben wir ganz am Ende des Feldes wieder Gabor Ritzmeier. Da hatte sich dann auch schon Horst Zeiger wieder rangekämpft. Der war ja in den ersten Runden hier deutlich zurückgefallen. Ranseder führt noch, das können wir hier gerade noch so erkennen. Bauer auf Rang 4, Altendorfer auf Rang 3 und Van Genhoven auf Rang 2. Aber da war es auch ganz, ganz eng zwischen diesen beiden. Martin Bauer mit einer Energieleistung im ersten Rennen auf Rang 2 und hier im Moment Vierter. Das heißt, er wäre im Moment Gesamtführende der IDM Superbike. Und Achtung, was ist das hier? Matthäus Mörsch wird von Sascha Hommel überholt und da gab es Rauchzeichen. Ich hatte erst überlegt, ist das vielleicht schon
Regen ist das Wasser. Wir schauen hier nochmal drauf. Aber das waren technische Probleme an der KTM. Also die gab da Rauchzeichen und deshalb das Aus für Matthijs Mirsch hier in diesem Rennen. Insgesamt Sven Chabani raus, Barry Wennemann, den haben wir nicht mehr gesehen ab der 7. Runde, also ab der Runde davor. Und Matthijs Mirsch, diese drei sind hier ausgefallen, ansonsten werden alle ins Ziel kommen. So, Ranseder, Altendorfer, Van Ginhoven, Bauer, Nebel, Josie Petty und hier haben wir Damien Catlin, der also nach dieser bisschen schwachen Anfangsphase sich doch wieder nach vorne gekämpft hat. Karl Magerich, Bo Roman Stamm, Sascha Hommel, Kevin Waar haben wir hier im Bild gehabt und auch Irek Sikora auf der Wilbers BMW. Also insgesamt lief es bei Yamaha nicht so doll, aber dafür natürlich, wie zu erwarten war, bei BMW. Das werden wir dann auch noch hier beim Gesamtergebnis gleich noch sehen. In den ersten Rennen, wenn Sie es angeschaut haben. Da wissen Sie ja auch, da standen zwei BMWs auf dem Podium. Und da waren unter den ersten fünf glatte vier BMW. So, 10. Runde. Altendorfer vor Ranseder. Jetzt die Führung übernommen. Dahinter Damien Catlin, Hommel war das nicht, sondern der Teamkollege Jörg Teuchert. Und hier haben wir Andy Meklau, der ja hier auch noch in der österreichischen Meisterschaft unterwegs war. Sascha Hommel, hier haben wir ein Bild, jetzt auch wieder ein bisschen zurückgefallen. Also war ein richtig schwieriges Wochenende für die Yamahas. Dario Giuseppetti hat auch nach dem ersten Rennen geklagt, ihm fehlt es einfach an der Leistung hier im Gegensatz zur BMW. Im zweiten Rennen lief es da schon ja, ein bisschen besser für ihn. Im ersten Rennen ja 7. Jetzt hier im Moment auf Rang 7. unterwegs, beziehungsweise auf Rang 6 unterwegs, also in dieser Gruppe mit Nebel, Catlin und Teuchert. Auch Walter Berger dort noch vorbei oder mit dabei. Und jetzt rote Flagge. Die ersten vier kommen vorbei, heben allesamt die Hand und da war es richtig nass geworden. Hier in der Nocksteinkehre nicht unbedingt. Da hat es eigentlich zu dem Zeitpunkt aufgehört gehabt zu regnen, aber hinten in diesem langen Geschlängel, in diesem schnellen Stück der Strecke, da war es richtig nass und deshalb der Abbruch hier und es wurde die 9. Runde gewertet. Wir schauen aufs Endergebnis und haben hier Philipp Altendorfer auf der Wilbers BMW mit seinem Sieg vor Ranseder und Van Ginhoven, also drei BMWs vorne. Martin Bauer wird Vierter, dann Nebel, Giuseppetti, Catlin, Teuchert, Reiterberger, Andy Meklau auf der 10, Mark Wildesen auf der 11, Magerich 12, Roman Stamm 13 und alle rutschen ja ein bisschen nach vorne, die hinter Andy Meklau war. In der Gesamtwertung, da haben wir Martin Bauer jetzt wieder vorne und da hat sich doch der Einsatz gelohnt. 12 Punkte vor Karl Magerich, Michi Ranseder auf Rang 3, Damien Catlin auf Rang 4.